meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kirmesbesucherinnen und liebe Kirmesbesucher, was für ein Bild. Klasse, ich muss sagen, ich bin begeistert. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Besucherinnen und Besucher, herzlich willkommen zur Eröffnung der Gerolsteiner St. Anna Kirmes. Es ist mir eine große Freude, Sie alle hier begrüßen zu dürfen und gemeinsam diesen feierlichen Moment zu erleben. Die Gerolsteiner St. Anna Kirmes ist seit vielen Jahren ein Höhepunkt in unserer Region. Sie verspricht nicht nur Jahrmarktsspaß und Vergnügung, sondern bietet auch eine wunderbare Gelegenheit, die Gemeinschaft zu stärken und frohe Stunden miteinander zu verbringen. Eine Kirmes ist eine Zeit des Miteinanders, in der Jung und Alt zusammenkommen und gemeinsam zu feiern. Hier treffen wir alte Bekannte, knüpfen neue Kontakte und tauschen uns aus. Die Kirmes ist ein Ort der Begegnung und des Austauschs. Und diese Gemeinschaft macht unsere Kirmes hier in Gerolstein so besonders. Ich möchte allen danken, die in den letzten Wochen und Monaten hart daran gearbeitet haben, diese Kirmes vorzubereiten und zu organisieren. Nochmals wie eben genannt, ein besonderer Dank geht an die Vereine, Unternehmen und Helfer, die mit ihrem Engagement und ihrer Unterstützung dafür sorgen, dass diese Bilderbuch-Kirmes überhaupt erst möglich wird. Liebe Kirmesbesucherinnen und Kirmesbesucher, ich lade Sie herzlich ein, entdecken Sie die verschiedenen Fahrgeschäfte, genießen Sie die kulinarischen Köstlichkeiten und lassen Sie sich von den vielen Attraktionen begeistern. Ob Karussell, Autoscooter oder Riesenrad, es ist für jeden Geschmack und jede Altersgruppe etwas dabei. Nehmen Sie sich die Zeit, um die einmalige Atmosphäre der St. Anna Kirmes auf sich wirken zu lassen. Genießen Sie das fröhliche Lachen der Kinder, das bunte Treiben, die tollen musikalischen Darbietungen und die funkelnden Lichter. Nutzen Sie die Gelegenheit, um den Alltag zu entfliehen und gemeinsam mit Ihren Lieben unbeschwerte Stunden. Oh, der war ordentlich. Der war auch gut. Der war richtig gut.